Hey Eiszapfen, willkommen zurück zu God of War Ragnarök. So, weiter geht's. Wir haben letztes Mal hier noch den Teil von Tyrs Rüstung gefunden. Mal gucken, was hier noch so geht. An Fundstücken. Ein Räubernest brauchen wir noch, dann haben wir sie alle ausgelöscht. Sagen, wir ergänzen uns gut. Ich habe die Klugheit, Kratos die Muskeln und die Dame, Weisheit, Magie, der Fähigkeit, sich über längere Zeit zu ertragen. Ich wollte sagen, Brutalität. Geht auch. Was, sie hat Brutalität? Was soll das für eine Qualität sein, bitte? Brutalität. So, komme ich da runter. So, vielleicht. Gut. So, ist hier Nummer 3. Ja, wie man einen Berg hochklettert. Nach Kratos. Okay. Jetzt Ende, hä? Ja, irgendwie. Wie war es das jetzt wohl, ha? Huh? Ich glaube, ich komme später nochmal her. Ah ne, es wird eine legendäre Truhe noch, warum nicht, ne? Ja. Born mit Blut, Matt. Wenn du jetzt die Nornen suchen willst, dann gehen wir zum Schlitten. Ja. Komm später nochmal her, wie gesagt. Die Nornen haben Zeit. Erstmal den Rest finden. So ein Blitz ist so geil einfach. So, dann hier. Nix. Ja, also, ich kann leider immer noch nicht so viel reden. Tut mir sehr leid. Manche stört's, manche freut's vielleicht. Kann man da drüben wieder so ein Schatzgnom? Ein Denkmal für Eroberer. Ihre Schiffe waren aber spitze. Da ist wieder so ein Riss.
Ich erinnere mich noch gut an die Stelle ohne Eis und alles. Ja, ich dachte es mir. Wechsle die Pfeile! Wow, ich konnte die Attacke nicht mal aufhalten und ja. Cooler Typ, einer tötet mich wieder, weißt du? Du Mistkerl! Ich habe jetzt nicht viel geredet, weil es echt weh tut, aber wir haben den Arsch versohlt. Diese dummen Schweine, die eigentlich nichts können. Die können wirklich nicht so viel, außer dieselben Moves, die sie immer wieder abziehen. Sehr gut. So. Ein mystisches Tor wurde der Karte hinzugefügt. Sehr fein. Hier wurde ein Räuberlager, das letzte. Oh, das ist ja noch so einer. Aber jetzt noch was Leckeres rauszuholen. Weltenstaub und Steinholz. Leitbild und Artefakte. Leitbild. Schön, schön.
ist hier. Aha. Also wieder hier, alles klar. Etwas enttäuschend, aber nicht unerwartet. Hier. Igruns Fluch, die Ruderer. Die alte erinnere ich mich noch, die war richtig garstig. Die Walküre. Das war ein Spaß, die auf hart zu besiegen. Eieiei, kein Fehler. Ein Fehler und du warst fast tot. Hier war doch Atreus. Das erste Mal dran war, ne? Ich erinnere mich. Neues Gebiet entdeckt. Knall, zerschmetterte Schallfässer, ja. Hier ist auf jeden Fall schon mal ein N. Ein C. Nicht ran von hier aus. Es muss noch einen anderen Weg geben. Jo. Schon wieder so eine. Alter. Ey.
Und dann wieder so Gegner, die gemischt einfach nur scheiße sind. Ah. Diese eingeeisten Arschgeigen und dann noch die mit ihren Pfeilen. Ah. Muss ich die erstmal betäuben vielleicht, ha? Miststück, ey. Wenn du Energie durch sein Geweih strömen siehst, scheint das ein guter Zeitpunkt zu sein, auf seinen Kopf zu. Ja, ja. Dann liebte sie eben vor mir einen anderen. Nicht das schlimmste Geheimnis, das sie haben könnte. Ja, da stimme ich zu. Mann, Mann. Dumm. Jägerinnen da, die sind so unnötig. Eigentlich sind alle unnötig. Aber man braucht ja was zum Zerhauen, nicht wahr? So, war es das jetzt eigentlich mit dem Lager? Nee, Sieg und uns Fluch, die Ruderer sind immer noch. Die ganze Zeit den Raben hier gehört, aber ich weiß nicht, wo er ist. Ach so, kein Ding. Immer die kleine Kette ein bisschen gratis. Da ist sie, die andere Treppe. Eine Raben. Was Besonderes. Yggdrasil-Juwel, ja. Etwas über die Geschichte dieses Ortes.
Unmöglich. Doch. Oh, Mimir. Helgi ist tot. Asche zu Asche, Knochen zu Knochen. Wo die Liebe nicht leben kann, wohnt der Tod. Hier sind die Worte von Prinz Dagr. Von meinem gerechten Speer tropft rot das Blut dieses Schufts, König Helgi. Mein Vater hat ihn in seiner Weisheit die Hand meiner Schwester Prinzessin Sigrun verweigert, denn er kannte seine wahre und dunkle Natur. Erzürnt durch diese Beleidigung versammelte König Helgi seine Truppen und marschierte in unser Land ein, um seine Braut einzufordern. Seine blutrünstigen Soldaten stießen ihre Schwerter in die Herzen aller, die sich gegen ihre unreine Vereinigung aussprachen. Mutter, Vater, all meine Brüder, gejagt und abgeschlachtet, alles nur, weil ihm meine schöne Schwester verwehrt wurde. Als einziger überlebender männlicher Nachkomme spießte ich den Schurken Helgi mit meinem Speer auf, tat meine Pflicht und Rechte meiner Familie. Eieieiei. Da, die andere Hälfte des Schlüssels. Ah. Wir sollten mit dem kompletten Schlüssel zurück zur Schatzkammer gehen. Sehen wir nach, was sich darin verbirgt. Nein. Mal gucken, ob ich die alle treffe jetzt. Hallo? Mann, gibt's doch mal. So, das war's. War der Ido ein Apfel? Sehr gut. Das ist dreifach schlau. Aha. Hab alle Nornenthronen geöffnet für die Quest. König Helgi massakrierte ihre Familie nur, weil er sie nicht haben konnte. Nur ihr Bruder, Prinz Dachr, überlebte und tötete den irren König. Sigrun und ihr Bruder hatten Streit deswegen. In all der Zeit, die Sigrun und ich miteinander verbracht haben, hat sie nie etwas darüber erwähnt. Vielleicht hat ihr gefallen, was sie gesehen hat. Ja. Ja. Yeah. Die Hälfte haben wir. Fehlen noch zwei Artefakte. Tja, wenn Kratos wüsste, dass Atreus hier durchgekommen ist vor kurzem. Oh, ich wusste, es ist wieder Viecher da. Ich kann ja nichts mehr machen mit Frost. Ey. Komm nicht mal vorbei an den Mistviechern. Oh, und dann immer dieses Kratos. Steh auf, wir brauchen halt die. Will die aus Spaß rumliegen? Vorsicht!
Die sehen echt voll nett aus, die Viecher, ne? Wir töten sie einfach nur. Wenn sie anfangen zu buckeln, ist es an der Zeit, den Schild hochzunehmen. Bei so wilden Angriffen ist Ausweichen sinnlos. Oh shit, Sherlock. Was schießt du denn da? Das war der Fakt. Also eins. Aber zwei sein. Eiserner Frieden, kein goldener Krieg. So, ich schätze, das war's. Ich glaube kaum, dass wir noch mehr interessant. Wandkunst. Oh. Ich habe immer die Liebe bewundert, die Tiere hervorbrachte. Wo ich herkomme, werden Kriegsgötter nicht auf diese Art verehrt. Es sind auch nicht alle Kriegsgötter gleich. Ah, Hüftschutz des Leitbildes. Jo, kritische Treffer, wodurch eine zerstörerische Explosion ausgelöst wird. Nein, sind sie nicht. Hab leider aber nicht sehr viel Glück. Hier ist trotzdem noch ein Artefakt versteckt. Die Wölfe. Es nervt zwar ein bisschen, aber irgendwie ist auch ganz gut zur Orientierung. Okay, na, wo sind die Artefakte? Jetzt sind es wieder zwei. Insgesamt drei Artefakte gibt es hier. Ich verstehe es nicht, was für Gebiete das sein sollen. In was sind die unterteilt, bitte? Sonst nichts mehr, ha? Oh doch. Oh doch. Oh, ein Artefakt aus dem Fluss. Ein Ankh. Ich war noch nie dort. Ein Ankh, dein Symbol, das für das Konzept des Lebens steht. Es stammt aus einem Land, das ich schon einmal bereisen wollte. Die Zivilisation, die dieses Artefakt hervorgebracht hat, soll alt und dennoch technologisch fortgeschritten sein. Ich glaube, als nächstes kommt da die ägyptische Mythologie. Dort verehrt man Götter, die halb Mensch, halb Tier sind, soweit ich gehört habe, mit Weisheit und Demut regieren. Also die und so weiter, ja. Andererseits sollte man nie zu viel auf derlei Gerede geben, schon gar nicht, was Götter angeht. Hauptgewinn. Rüge.
So, ein Artefakt fehlt hier irgendwo noch. Boah, ich glaube, das soll mir jetzt erstmal egal sein, oder? Ich komme sowieso noch 100 Mal her und sammle alles. Offcam wahrscheinlich, aber das interessiert euch ja eh nicht wahrscheinlich. Dann sind es so Dinger mit ein bisschen Text. Und das war's dann. Ja, wir sind wieder da, ihr kleinen Wölfchen. Alles gut. So, hier hinten waren wir schon. War ich eigentlich jetzt noch nicht. Tigrins Fluch. Achso, die Schatzkammer kann ich ja auch noch öffnen jetzt. Na komm, das machen wir noch. Wir haben noch Zeit. Unterhaltet uns. Kann ich so viel reden. Los. Jetzt sagen sie wieder nichts. Wenn ich irgendwo wieder anlegen will oder raus will, dann quatschen sie wieder die ganze Zeit. Freya, du hast mal eine Riesenleiche wiederbelebt, um einen Kampf zu beenden, über den wir nicht reden. Könntest du diese Kraft noch einmal... Reicht doch, Sister. Vielleicht. Hast du eine Riesenleiche zum Wiederbeleben für mich? Nein. Tja, na bitte. Hier war ich auch schon, ne? Die erste Räuberburg, die ich erledigt habe. Freya, ich wollte dich schon immer mal etwas fragen. Was hat Rimthur dir eigentlich zugeflüstert? Wer? Rimthur, der Sohn von Tamur, dem Steinmetz, der sich verkleidete und die Mauer von Asgard baute. Das kann warten. Ist ja, was habe ich gesagt? Sei auf der Hut. Kinder, Kinder, Kinder. Halt die Fresse! Alter! Warum ist auf einmal so schnell dieses Schwein? Ah, schön. Oh!
Mir helfen Pfeile. Das gleich gewusst mit der Rune. Ja, dein scheiß Kopf brauchst du eh nicht. Na. Ringer, Streiter. Ein Schild dieser Größe auf dem Rücken zu tragen, ist sicherlich eine Entscheidung. Vielleicht kannst du einen Springer bewältigen, aber auf keinen Fall wirst du ihm eine Klinge in den Rücken rammen. Hier sitzt Prinz Dachra. Ich kann nicht fassen, dass er noch hier ist. Prinz Dachra? Das ist die Leiche von Sigruns Bruder? Wie ist er denn so verendet? Freya, warum antwortest du nicht? Bist du sicher, dass du das lesen willst? Nein. Tu du es. Anscheinend hat sie ihren Bruder wegen des Mordes am ihren König verflucht. Das Ende der Liebe. Nie gab es eine Liebe so leidenschaftlich und elend wie die, die zwischen der schönen Prinzessin Sigrun und dem fremden König Helgi entbrannte. Helgi bettelte um ihre Hand, aber Sigruns Vater, König Hygni, wies ihn ab. Und so stellte Helgi eine schreckliche Armee zusammen und fiel in ihr Land ein, um alle zu töten, die sich gegen ihre Vereinigung aussprachen. Der König, die Königin, die Prinzessin, alle wurden getötet. Die Prinzen, nicht die Prinzessin, alle wurden getötet. Alle bis auf Sigruns mutigen Bruder, Prinz Dagr. Der kühne Dagr nahm seinen Speer und rammte ihn durch den verrückten König Helgi. Als die Prinzessin erfuhr, dass ihr Liebster durch die Hand ihres Bruders getötet worden war, belegte sie ihn blind vor Zorn mit einem grauenhaften Fluch. Doch als sie wieder zur Besinnung kam und entdeckte, dass ihre gesamte Familie tot war, erkannte sie ihren Fehler. Es war zu spät. Der Fluch hatte bereits von ihrem Bruder Besitz ergriffen. Die tiefe Trauer verwandelte sich in eine herzzerreißende Reue, die sie überwältigte. Als Buße für ihre Sünden verzichtete sie auf ihre Reichtümer, den Titel und den Thron, um sich mit Geist, Körper und Seele den mächtigen Walküren zu verschreiben. Sie legte einen Schwur ab, um ihr Herz zu verbergen, da ihre Liebe zu gefährlich war. Nein, wirklich? Sie wusste nicht, dass der irre König ihre Familie ermordet hatte. Als sie es erfuhr, war es zu spät. Sie hatte ihren Bruder verflucht. Deshalb schloss sie sich den Walküren an. Als Buße. Wow. Du wusstest alles über Sigruns Familie, oder Freya? Das war nicht meine Geschichte. Schon komisch. Sigrun, die Walkürenkönigin, war die gefährlichste Gegnerin, der Atreus und ich auf unserem Abenteuer begegneten. Vor langer Zeit war Mimiril in sie verliebt und natürlich hegt er warmherzige Erinnerungen an sie. Aber ihre höchste Loyalität gilt Freya. Sie half ihr, ihren Kampfgeist und ihre Walkürenflügel wiederherzustellen. Ja, ich alles weiß, liebe ich sie nur noch mehr. Sie wehrte mich, trotz meiner Fehler, meiner Reue. Zu wissen, dass es ihr ähnlich ging, bringt mich ihr näher. Das freut mich zu hören. What? Kratos, was ist los mit dir? Das freut mich. Vor allem so total emotionslos. Was ist denn hier noch ein Wissen verborgen? Ah, vielleicht hier. Die stammen also von Dvali. Kennst du ihn? Die Seiten sind sehr alt und könnten überall sein. Aller Wahrscheinlichkeit nach sind die Reliquien aus diesen Schaubildern sehr mächtig. Ja, er gehörte zu den besten Schmieden der Zwerge, bis er plötzlich ein Gewissen entwickelte. Legt so viel Reichtümer. Kratos nimmt sich gerade mal so ein bisschen Hacksilber mit. So, haben wir alles hier. Legendäre Truhen. Da fehlt noch so viel. Okay, vergrabener Schatz, Odins Raben, aber das ist, glaube ich, ja das ganze Gebiet hier, ne? Ja. Kasil Risse, legendäre Truhen, Wissen, Odins Raben, Schwaben. Hier fehlt noch ein Artefakt.
Tierische Instinkte, Räuberversteck. Ah ja. Leute, ich dachte, der Tod hätte mir den Appetit verdorben, aber... Was? Ich muss ständig an den Duft von Tieres Einkauf denken. Da sind einige kulinarische Seelen gemacht geworden. Blutwurst, Schafsmagen, Haferbrei und Honig. Und was ist mit dir? Sehnst du dich nach Speisen von vor Fimbulwinter? Oliven. Was zur Hölle ist eine Olive? Oliven sind geil. Aber ist auch wieder so, entweder liebst du oder hast du sie, ne? Ich glaube, Oliven, das ist wie Sushi. Aha. Was für ein schöner Dolch. Unpraktisch. Für Zeremonien. Wow, da kommt mir irgendwie bekannt vor, ein Purba aus dem Osten. Und auch nicht der erste, den ich sehe. Ungebildete könnten den Purba als eine Waffe, also für eine Waffe halten. Damit legen sie falsch. Mit etwas weniger Ungebildeten glauben vermutlich, der Purba würde für rituelle Menschenopfer verwendet. Auch sie legen falsch. Tatsächlich wird der Purba zwar in Ritualen verwendet, aber niemals in solchen, in denen Blut geopfert wird. Stattdessen steht der Purba für Stabilität und Stärke. Man könnte damit in eine Getreideschale stechen, um sich mit dem Raum zu verbinden, den man einnimmt. Trotz seines Aussehens ist der Purba keine Waffe der Blutdurstigen, sondern ein Werkzeug der Heiligen. Er kann auch Dämonen in sich gefangen nehmen. Erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Uncharted. Ich weiß nicht warum. Oder Indiana Jones. Freya, erinnerst du dich gar nicht mehr daran, was Hrim, der Sohn des Steinmetzen, dir nach dem Bau der Mauer von Asgard sagte? Ach ja. Eines der vielen Male, als Odin mich ohne meine Zustimmung in eine Wette verwickelte. Wobei ich wünschte, das wäre seine schlimmste eheliche Angewohnheit gewesen. Spar dir das für später. Von hier unten abwerfen, oder wie? Sonst erstmal das. Oh, da hat er ganz schönes Zeug dabei gehabt, wieder mal. Vorne habe ich den Raben gesehen. Da ist dann die letzte Räuberhöhle, ha? Naja, sieht so aus, ha? Oder da ist auf jeden Fall wieder... hab ich wieder das vollständig? Aha. Baden, oder? Element oder Momentum? Boah, ich habe so viele EP auf einmal wieder. Guck mal. Ah, das ist auch geil. Verbrenner volles drücken Sie den L1 und Dreieck, um zu aktivieren. Versteckt alle Nahkampfgriffe mit Chaosklingen durch eine brennende Explosion. Mit der eine Zeit lang zusätzliche Rage aufgebaut wird. Geil.
Ja. Muss ich mal nutzen, die Teile, fällt mir gerade so auf. Die Skills. Oh, geil, wieder sowas hier. Halt die Fresse! Komm schon, Kratos, steh auf! Ja, war klar, dass du mich beim ersten Mal direkt erwischt, weil... Ich hab die ganze Zeit darauf geachtet, dass andere Gegner kommen und es kamen keine. Das hat mich ein bisschen durcheinander gebracht. Hey. Gut, dass jetzt keiner dazu kam. Ich habe die ganze Zeit drauf gewartet. 5000 Hacksilber, Alter. Ja, Chaosfumpe. Der Chaosfumpe. Und hier ist das Räuberlager noch. Nee, das muss da oben sein, oder? Ich hole euch, ihr Pisser. Das ist die richtige Gegend, aber wir können mit dem Schlitten nicht weiterfahren. Oh, komm mal, ein Herzchen. Was ist denn Feuer los? Das ewige Lagerfeuer. Queere Lagerfeuer. Mag ich. Queer Fireplace. Ein verlassenes Lager. Sieht sehr magisch aus. Ist lange fort. Was ist voll süß. Eine Liste von Zutaten für eine Mahlzeit. Ein Rezept? Wer hat das hier gelassen? Sehen wir uns die Zutaten an.
Vielleicht führt uns das Rezept ja zu ihnen. Durch die Welten. Schau mal. Ja, super. Alles ja schön und gut, aber wo? Keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier eine der Zutaten finden. Ah, ich wusste, ich kenne diese Initialen. Die Ballade von Yari und Sombr. Das sagt mir nichts. Eine alte Geschichte, aber eine gute. Das Zeichen zeigt, dass sie durch diese Welt kam. Wir könnten versuchen, die anderen zu finden, wenn ihr neugierig seid. Da. Auf jeden Fall will ich das sehen. Was? Jetzt kann ich auch noch driften? Was sagst du mir jetzt? Alter, ich bin der Drift King. Könnten wir zur Geschichte von Rind, dem Sohn des Steinmetzen, zurückkehren? Ich würde gern Freyas Version der Geschehnisse hören. Da gibt's nicht viel zu erzählen. Zunächst wusste ich nichts davon. Odin rechnete nicht damit, die Wette zu verlieren. Ein geheimnisvoller Steinmetz sollte die ganze Mauer innerhalb von 3 Jahreszeiten bauen. 2! Es waren 2! Schaffte er es nicht, sollte er nichts bekommen. Aber wenn doch, wurde ihm eine Audienz bei der Königin versprochen. Moment. Die Wölfe sind abgelenkt. Da, noch ein Koal-Räuberlager. Wir sollten etwas dagegen unternehmen und deine Wölfe beruhigen. Na, oh, Wintergeschenk. Midgards Gerechtigkeit. Oh, wir haben alle 3 Midgard-Teile. Distanzangriffe, Angriff, ja. Vardarfheim, Niflheim, Ilheim. Räuber Versteck. So geil, dieses Rad ziehen und abstecken. Kratos, ihr Häuptling. Oh, Oluf Nautzorn. Oh!
ich wollte gerade ausweichen. Das geht vorbei. Ja, verbrenn, du Schwein! Ist deine eigene scheiß Keule. War er es wegen Wölfe-Dingen, bevor ihr sie befreit habt? Weiß ich nicht. So oder so. Upsi. Oh! Ein Garten von... Bilskinir. Oh, sieh mal, ich hab da drin gleich schon eins erwischt. Das war knapp, die Kombi, hä? So, das noch. Alter, zwei verheerende Klingenhiebe, die Gegner ins Wanken bringen und wegschleudern. Tartarus Rage. Geil. Ja, immer auf jeden Fall gleich mal die Verbesserung. Endlich mal ein schwerer. Der ist auch nicht schlecht. Kann ich endlich mal meine Sachen verbessern hier. Was hab ich da bekommen? Abzeichen der Ausweichung. Durch Ausweichrollen wird der Ablauf von Statuseffekten Brandgefrost bei Gradus beschleunigt. Oh! Weiß ich ja schon, was ich in den neuen Slot reinpacke. Definitiv, weil das ist so wichtig. Oh, was ist die letzte Fackel? Wo ist sie denn? Ei, 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 wo ist sie? Muss ja ich auf der Seite sein, wenn einer in der Mitte ist. Also entweder bin ich blind oder doof, aber ich finde sie einfach nicht. Ich finde die letzte Feuerschale nicht für die Truhe. Muss doch irgendwo sein. Sag mal. Hier ist aber nichts. Ich habe überall gesucht. Ich habe hier unten was reingeworfen. Da ist nichts. Hab da oben alles Mögliche abgeworfen. Da ist nichts. Ich bin echt bescheuert. Ich weiß nicht, wo ich diese Feuerschale finden soll. Egal, ich suche noch ein bisschen und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Denke ich doch, wenn ihr wollt, lasst mir Liebe da und liked das Video, kommentiert was Schönes. Und wir sehen uns wieder zu God of War Ragnarök. Bis dann, ciao.